Jo Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Bed Wars auf unserem Kanal Krokus TV. Heute spielen wir auf der Map Village und der Nukus ist heute nicht da, der ist an einer Geburtstagsfeier. Und ja, ich wollte nur kurz sagen, heute ist ohne Facecam, denn es ist, ich nehme das gerade am Sonntag 9 Uhr morgens auf, das solltet ihr gleich demnach auch online sehen und ich bin einfach übelst kaputt, denn ich war gestern noch weg. Meine Cousins aus Tschechien sind gekommen und die kommen gleich gut in einer halben Stunde kommen die auch noch zu uns und bis dahin sollte ich noch eine gute, schmackhafte Runde hinkriegen. Und das Ziel ist jetzt auch von Januk und mir, dass wir gemeinsam mal eine Runde SG Bed Wars oder einfach einen Spielmodus aufnehmen, wo wir beide die Kamera anhaben, denn ihr habt ja in den letzten Videos nur mich in dem Sinn gesehen. Und ja, wir haben uns danach überlegt, bevor wir richtig mit Facecam alle Videos machen, dies, das, haben wir uns zuerst überlegt, dass wir uns bessere Webcams holen, denn wir haben jetzt so Webcams, die wir eigentlich nur für Skype brauchen und das reicht eigentlich. Das Problem ist jetzt einfach, dass die Tonspur ist bei meiner sehr, sehr, sehr asynchron und da muss man extrem viel dran arbeiten und wir haben gedacht, die Qualität ist ja auch nicht so gut. Wir machen erst jetzt gemeinsam noch Videos, wenn wir beide eine bessere Facecam haben. Das ist eigentlich so, dass den Hauptgrund, den wir in dem Sinne haben. Und ich habe gerade gesehen, rot ist hier, gelb auch. Und ja, also wir holen uns als erstes neue Facecams, dass das Beste, dass das Ganze nicht so asynchron ist, bessere Qualität hat, dies, das. Und ja, ich hätte gesagt, ich versuche jetzt da mal zurück zu meinem Teammate zu kommen. Nice, Pavelio. Richtig nice. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Bogen. Ist natürlich sehr, sehr gut auf dieser Map. Ist übrigens eine von meinen Lieblings-Bed Wars Maps, weil ich den jetzt mit Januko einfach so zu zweit zocken kann. Das ist enorm praktisch. Ich hole mir jetzt auch nochmal, weil ich so bin, eine Spitzhacke. So, dann noch etwas zu essen. So, zack, zack, zack. Rüstung ausgetauscht. Du, Digga, ich kann dir das mal hier hinwerfen. Guck. So. Wenn ihr das sehen, don't. So. Welches Team ist jetzt nicht so formidabel ausgerüstet? Also gelb hat gar keine Spieler mehr. Also da lohnt sich es gar nicht eigentlich mehr hinzugehen. Ich habe aber dann nochmal 5 Gold, wenn ich das hier safe nach Hause bringen könnte. Wenn ich da die Grüne nicht runterschläge. Nee, weißt du was, ich gehe einfach zu gelb. So. Okay, rot wurde vernichtet von grün. Das heißt, grün hat noch einen in der Base. Dann gehen wir mal doch kurz den einen Besuch abstatten, hätte ich gesagt. So. Zack, zack. Dann machen wir. So, oh, mein Blau hat aufgeräumt. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Hätte ich gesagt, ein Grüner müssen wir eigentlich noch down kriegen. Der soll hier auf den aufpassen. Ich gehe mal. Ich könnte eigentlich versuchen, zu dem zu gehen. Wobei, das Problem ist, der hat auch einen Bogen. Und es gibt jetzt einen Bogen-Battle. Aber darauf hätte ich echt keinen Bock. Denn ich bin so auf einem Einer-Weg. Und der ist übelst schwierig eigentlich. Ich habe zwar die beste Rüstung. Ich muss jetzt ein bisschen spammen. Das ist eigentlich nicht so meine Art. Okay, der portet sich. Komm. 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 Komm, 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 komm. 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 Nein! Der hat mich noch gekriegt. Wie schade, dass das ist. So, jetzt muss es echt enorm schnell gehen. Denn die sind jetzt beide zwar geschwächt, aber jetzt geht es nochmal drum, in die Mitte zu gehen. Und ja, das haben sie schon gemacht. So. Der Teamkamerad und ich müssen jetzt wirklich enorm gut im Team arbeiten. Er hat zwar auch schon einen Bogen, das ist auch sehr, sehr nice. Ich equip mich nochmal ganz kurz. Und ja.
Ich brauche noch Lederrüstung. Ihr habt gesehen, ich habe das Texture Pack ein bisschen wieder abgeändert. Das hat einen Grund, da Krokus TV etwas in Planung hat. Aber ich möchte eigentlich gar nicht viel mehr dazu sagen, denn das liegt alles noch in den Sternen. Wir haben da etwas in Aussicht. Aber was, das könnt ihr mal sehen, wenn es dann soweit ist. Oder der Nook und ich gesagt haben, dass wir das jetzt eigentlich durchziehen werden. Denn das ist eigentlich nur so eine kleine Idee, wo der Nook und ich hatten. Aber ja, jetzt eigentlich nicht weiter darauf einzugehen. Es ist wieder Gold gespawnt, ist natürlich echt gut. Hast du mir die 2 Gold? Oh, nee. Oh, nice. Oh, das war gut. Das war richtig gut. Ich muss jetzt eigentlich nur mal gucken, dass ich 2 Gold kriege. 1. Okay, 1 fehlt mir noch. Ja, das ist es schon. So, ich gehe jetzt nicht zu mir, denn der eine hat noch einen Bogen. Und sorry, gerade vorhin ist noch meine Mutter reingekommen. Wenn man das gehört hat, tut es mir natürlich leid. So. Zack, zack, zack. Denn jetzt ist gerade so der Zeitpunkt, wo jetzt alle aufstehen. Denn es ist so, meine Cousins, die sind wirklich Frühaufsteher, gucken auch meine Videos, respektive unsere Videos. Herzliche Grüße an euch Jungs da draußen, die in Tschechien unsere Videos gucken. Also, liebe Cousins, ich grüße euch ganz herzlich an diesem Morgen. Und ja, ich versuche jetzt eigentlich doch mal hier ein bisschen einen Angriff zu starten. Aber ich mache schon mal wieder einen Rückzug, denn die haben beide jetzt wieder Bogen. So. Ich könnte eigentlich nochmals versuchen, mit einem Eisenschwert hinzugehen. Zack, zack, zack. Ja, ich mache jetzt mal kurz ein Eisenschwert, hätte ich gesagt. Zack, zack, zack. Denn das Eisenschwert ist schon ein bisschen wichtig, sage ich jetzt mal, so in Bed Wars, jetzt auf dieser Map hier. Denn es ist übelst genial, wie du die Leute einfach wegmachen kannst, wenn du da ein richtig gutes Schwert hast. Das Problem ist jetzt aber, der Grüne kommt zu uns. Nein, ich bin runtergefallen. Aber egal, dann bin ich in der Base. Und jetzt müsste ich eigentlich mal etwas halten können, ne? Nein. Was ist das? Richtig dumm von mir. Nein, oder? Komm, Digga. Geh weg. Geh einfach weg aus unserer Base. Ich fokussiere mich mal auf den Lesen da. Hab ich den? Nein, du konntest dich noch retten auf den Blättern. Was für ein Lacker. So ein richtiger Lack ist das. Boah, ich... Nein. Okay, ich versuche jetzt risky. Ich versuche jetzt einfach zu denen zu gehen. Noch ein Gold mitnehmen. So, zack. Nein. Okay. Oh, den habe ich. Nice. Nice. Richtig nice. Es könnte noch was werden. Nein, die haben Kissen hier. Oh Mann, geh weg. Lass mich einfach sein. Nein. Schnell. Jetzt muss es schnell gehen. Ja, richtig nice war das. So, oh, jetzt habe ich Pipi in den Augen. Richtiges Pipi in den Augen habe ich jetzt. So, zack. Boah, wie Glück, dass das war von mir. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, den anderen runterzuwerfen. Oh, wir sind noch beide. Wir sind beide noch. Ja, das ist natürlich enorm gut. Ich hole jetzt kurz den Rest der Rüstung. Oh, zack. Oh, so mit dem Klicken. Ich verklicke mich jetzt andauernd. Das ist ein übelstes Problem jetzt. So, zack. Okay, der Blaue wurde genatzelt. Oh, das könnte noch was werden. Ich könnte ihn jetzt runterwerfen. Das wäre es natürlich jetzt. Ne, der hat einen Bogen. Jetzt. Oh, der hat auch einen starken Bogen. Aber ich habe jetzt übelst den Goldrausch. Ich hätte gesagt, ich nehme noch dieses Gold mit hier. Dann hole ich mir den besten Bogen.
Jetzt muss man sich aber gönnen. Und ich bin den falschen Weg gelaufen. Richtiger Depp. So ein richtiger Depp bin ich jetzt. So. Aber die Folge ist schon jetzt enorm spannend. Lol, die haben kein Bett mehr. Oh. Kurzer Bug. Jetzt hole ich mir kurz den besten Bogen, weil ich es kann. Jetzt sollte ich eigentlich nochmal 2 Gold haben. Dann hätte ich noch das Eisenschwert. Aber das ist Premium. Ich hätte gesagt, der ist jetzt auch schon in der Mitte wieder. Ich muss jetzt eigentlich gucken, dass ich mir noch so. Zack. Zack, so. Ich gesagt, dann nehme ich die kurz. Und kaufe mir noch 2 neue. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ich habe so genug Eisen. Zack, zack. Jetzt etwas essen. Und jetzt kommt es eigentlich drauf an. Ich könnte ihn jetzt mit dem Bogen spammen. Und das werde ich jetzt auch versuchen. Denn ich weiß nicht, was er für eine Rüstung hat. Ich habe die Level 3 Rüstung auf jeden Fall. Er wird sich sicherlich auch etwas kaufen gehen oder versuchen, was kaufen zu gehen. Ich denke da schon einen Stärketrank. Im Nahkampf hätte ich also keine Chance gegen ihn. Und verpisst er sich? Ja, okay. So, ich bin jetzt in der Mitte. Nehme natürlich nochmal ein bisschen Gold mit. Der ist jetzt bei mir. Ich weiß wirklich nicht, was der jetzt vorhat. Ich hoffe jetzt einfach nicht, die Folge zieht sich noch in der Länge. So in die Länge wegen dem. Und, also ich finde es auf jeden Fall eine echt gute Runde bisher. Es ist echt spannend. Also ich bin da wirklich auf 180 vom Nervenkitzel her. So, ich habe jetzt nochmal 10 Gold. Okay. Warte. Oh, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein. Komm, Spam, Spam, Spam. Yes, der ist runter. Der ist runter, oder? Nice! Richtig genial! KK auf jeden Fall, aber noch richtig geschrieben. Boah, das war echt coole Runde. So, das war's jetzt mit der spontanen Bad Boss Folge am Sonntagmorgen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn das Ganze euch gefallen hat. Und ja, schaut auf jeden Fall bei den weiteren Krokus TV Kanälen vorbei. Sind natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Ciao, Leute.